Genau, der sogenannte Silbersee. Wir stehen vor dem Silbersee. Es ist eigentlich kein See, es ist ja eine Grube. Ich kenne das aus Bitterfeld, da sieht das ähnlich aus. Es sieht aus wie so ein großer Parkplatz. Christfried Lenz von der Bürgerinitiative hier in der Altmark, die sich gegen diese Umweltsünde stemmt. Ich bin ja eigentlich wegen des Lithiums hier, aber wir sind jetzt hier erstmal an dieser Giftschlammgrube. Was hat es damit auf sich? Ja, diese Giftschlammgrube, die ist bekanntermaßen seit 1990 undicht. Doch wurde das immer verharmlost. Ja, das ist ein bisschen was und das kann man akzeptieren, was da rauskommt, Giftstoffe. Und dann wurde aber jetzt 2020 bei der gründlichsten Untersuchung, die es bisher gegeben hat, also festgestellt, dass die Undichtigkeit ganz erheblich ist. Und dass da also große Mengen von den Giften, die hier drin sind, wie Quecksilber und Arsenstoffe, alles Mögliche, dass die hier austreten und ins Grundwasser übergehen. Und daraufhin hat das Bergamt, das Landesbergamt, angeordnet, dass die Grube ausgekoffert werden muss. Und diese Anordnung, die wurde auch unterstützt durch einen einstimmigen Beschluss des Landtags. Kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass da was einstimmig ist. Und nun hat hier das Unternehmen 2 Jahre lang die Vorbereitungen, die das Bergamt angeordnet hatte und auch mit einem genauen Zeitplan, hat es erfüllt. Und jetzt aber auf einmal kommt die Katze aus dem Sack raus, nämlich zum 15. Mai. Es sollte hier vorgelegt werden, sämtliche Entsorgungswege. Und jetzt auf einmal passt das Unternehmen wieder und sagt, die gibt es nicht und die kriegen wir wahrscheinlich auch nicht. Das Bergamt spielt jetzt momentan eine nicht sehr verlässliche Rolle. Wir müssen nochmal, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil man muss das, glaube ich, den Hörern auch erstmal erklären, was das hier ist. Hier wurden 40, 50 Jahre Erdgas gefördert und dabei sind eben, wie gesagt, diese giftigen Bohrschlämme zurückgeblieben. Was ist denn das jetzt hier für ein Areal? Wie groß ist denn der Silbersee? Das sieht man ja von außen gar nicht, weil wir stehen hier vor einem Tor, das ist abgeschlossen, das ist Stacheldraht, ein Container steht hier. Was ist denn da jetzt zu sehen? Also hier die ganze Giftgrube insgesamt, die besteht ja nicht nur aus dem Silbersee. Der Silbersee ist nur das Zentrum davon. Den kann man von hier aus nicht sehen, aber wenn wir da außen rum gehen auf den anderen Weg, dann kann man den Silbersee sehen. Aber außenrum, das ganze Gelände ist ebenfalls befüllt mit Giftstoffen aus der Erdgasförderung. Und aber auch mit ganz speziell giftigen Stoffen aus der Industrie. Das wurde zu DDR-Zeiten hier also angeordnet, dass die hier entsorgt werden sollen. Also die gehören dann auch noch dazu. Weshalb ich ja eigentlich hier bin, ist das Thema Lithiumabbau. In der Altmark werden die größten Lithiumvorkommen Deutschlands vermutet. Die Firma, die für die Auskofferung oder für den Abtransport dieser Giftschlammgrube zuständig ist, möchte jetzt Lithium fördern und hat zumindest schon mal die erste Stufe eines Genehmigungsverfahrens gewuppt. Was haben Sie jetzt konkret gegen das Lithium? Gegen die Lithiumförderung oder geht es Ihnen erstmal nur um die Grube, um die Giftschlammgrube? Also uns geht es natürlich in allererster Linie hier um die Giftschlammgrube. Und wir sagen allerdings auch Folgendes. Dieses Unternehmen, was hier, dessen Aussagen man vielfach nicht trauen kann, da haben wir im Laufe der Jahre viele Beispiele angesammelt. Ein ganz konkretes Beispiel ist das, dass auf der letzten Versammlung am 28. Juni in Salzwedel der Geschäftsführer von Neptun gesagt hat, also, dass jetzt solche Schwierigkeiten bei den Entsorgungswegen auftreten würden, das haben sie vor 2 Jahren nicht gewusst. Das ist erst jetzt im Zuge der aktuellen Aktivitäten bekannt geworden. Bloß ist es halt so, der Betriebsplan, der jetzt dem Ganzen zugrunde liegt,
der enthält einen Hinweis. Und in dem Hinweis steht genau die, wird genau die Situation beschrieben, die jetzt existiert. Da steht nämlich schon drin, sie vermuten stark, dass also dass es Schwierigkeiten geben wird mit den Entsorgungswegen. Und dann haben sie sich auch noch weitergeschrieben, wir behalten uns vor, dass wir in diesem Fall die Auskofferung nicht realisieren, sondern die Stoffe vor Ort sichern, wie das genannt wird. Das heißt, in Plastik einpacken. Das steht damals schon drin. Und also insofern ist es schwer glaubhaft, wenn er sagt, das hätten sie erst jetzt in der allerletzten Zeit festgestellt. Und aber Moment mal, es gibt doch einen Landtagsbeschluss, dass das ausgekoffert wird und abtransportiert. Ich weiß gar nicht wohin, aber es wird jedenfalls ausgebaggert. Das ist doch da gibt es einen Landtagsbeschluss zu. Ja. Muss sich das Unternehmen nicht daran halten? Unternehmen sagt derzeit, also 27.000 Tonnen, dafür hätten sie keine Entsorgungswege. Und wenn es dafür nicht auch Entsorgungswege gibt, dann fällt die Auskofferung insgesamt flach. Entweder alles auskoffern oder gar nichts. Das ist der Standpunkt des Unternehmens. Aber das ist doch die korrupte CDU, die unter Sven Schulze jetzt das LAGW leitet und die Auskofferung verhindert. Ich würde gerne noch mal kurz zum Lithium kommen. Lithium ist ein Stoff, der auch im tiefen Grundwasser drinsteckt. Und das Verfahren, ja? Zu DDR-Zeiten ist Erdgas gefördert worden. Und das Erdgas ist atomar verstrahlt. Alles. Alles, was selbst hier in der Altmark steht, wo Gas durchkommt, ist Quecksilber und atomar verstrahlt. Da habe ich den Chef von der Firma gefragt, was die denn machen, wenn die Lithium fördern und dann die Batterien auch atomar verstrahlt sind, dann brauchen die keine Lampen mehr, dann leuchten die so. Haben Sie denn und da haben die keine Antwort drauf gegeben. Ja, ich frage die das morgen nochmal, also den Sprecher. Ich habe jetzt nicht den Chef da, aber den Sprecher. Haben Sie denn grundsätzlich was gegen die Lithiumförderung oder haben Sie was dagegen, dass dieses Unternehmen die Lithiumförderung betreibt? Das ist also, ja ein Unterschied. Blicken auf so viel Enttäuschungen und mangelnde Wahrheitsliebe zurück, dass wir es schwer glauben können, dass hier nun die wunderbaren Versprechungen, die Sie machen, also mit der Lithiumförderung, das wird alles total umweltfreundlich und so weiter, dem glauben wir nicht. Das Unternehmen, das will Geld machen und um Geld zu machen, ist es meistens nicht hilfreich, also sehr umweltfreundlich vorzugehen. Und es ist, aber das Unternehmen ist unverschämt. Die haben zum Beispiel, in deren Webseite können Sie folgenden Satz lesen. Neptune Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit seinen Unternehmenswerten mit einem Höchstmaß an Ethik und Integrität und mit Respekt vor den Rechten und der Würde aller Menschen zu führen. Also in Anbetracht der Taten dieses Firmas ist das eine Frechheit, dass die also sowas in die Öffentlichkeit bringen und das in ihre Website schreiben. Danach halten sie sich überhaupt nicht, sondern versuchen hier lediglich ihr Image auch zu bessern auf eine unaufrichtige Weise. Christoph Lenz, sagen Sie mir noch mal ein bisschen was über sich. Sie sind Mitglied dieser Bürgerinitiative Saubere Energie. Saubere Umwelt und Energie Altmark. Wie lange gibt es die schon? Die gibt es, die hat eine Vorläuferinitiative, die hieß Kein CO2-Endlager Altmark und das wurde 2010 gegründet und damit haben wir einen vollen Erfolg erreicht. Wir haben erreicht, dass die CO2-Verpressungsanlage, die hier schon bestanden hat, wieder abgebaut wurde, ohne hier in Betrieb gegangen zu sein und das ist 2015 passiert. Dann hat sich daraus aber das weiterentwickelt, dass wir halt überhaupt mit der Erdgasförderung zu tun bekommen haben, mit dem Thema Fracking und so weiter und eben insbesondere hier mit dem Thema Silbersee. Und sagen Sie mir nochmal, wie alt Sie sind? 80. Und
Ich höre so einen leichten süddeutschen Dialekt raus. Stimmt das? Oder kommen Sie? Naja, also Frankfurt gehört nicht nach Süddeutschland. Ah, okay, da kommen Sie ursprünglich. Ja. Und seit wann leben Sie in der Altmark? In der Altmark lebe ich seit etwa 20 Jahren. Und sind Rentner wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, ja, ja. Und was wäre denn Ihr Ziel? Also mal beides gesprochen, sowohl Brüchau als auch Lithiumförderung. Was wäre Ihr Wunsch? Also zunächst eben, wie gesagt, solange hier das Unternehmen nicht seiner Pflicht nachkommt und hier seine Hinterlassenschaft beseitigt, braucht man mit uns über nichts anderes zu reden. Ja? Und ansonsten, was das Lithium betrifft, das ist auch unseres Erachtens nicht die Zukunft. Das Lithium ist ein problematisches Material. Das ist sehr selten, ist dadurch sehr teuer, das hat weitere Nachteile, das ist sehr leicht brennbar. Das hat man ja auch schon öfters dann erlebt, dass Fahrzeuge abgebrannt sind. Wir sind dafür, dass hier die fortschrittlichen Möglichkeiten, die inzwischen existieren, also insbesondere wohl Natrium-Ionen-Batterien, dass diese Entwicklung gefördert wird, nicht? Früher war ja mal Deutschland in puncto Energiewende vorne dran. Mittlerweile ist das in China so. In China, da gibt es eine Großserie an Autos, die mit Natrium-Ionen-Batterien bestückt sind. Es gibt dort auch einen Großspeicher von 200 Megawatt, der ebenfalls auf Natrium-Ionen beruht. Also das ist die Zukunft. Das ist eine umweltfreundliche Methode. Denn das Natrium, das ist ohne Ende hier auf dem Planeten vorhanden. Das ist kein seltener Stoff, sondern einer der häufigsten. Es wird auch kein Graphit benötigt, wie bei den Lithium-Ionen und auch kein Kobalt. Also warum wird hier nicht der Weg eingeschlagen, der in die Zukunft führt, den man vertreten kann? Es kann ja nicht darum gehen, also Elektrofahrzeuge als solche. Es muss darum gehen hier, dass wir den Planeten nicht mehr weiter zu stören und die Umwelt erhalten. Und dazu ist das Lithium eben nicht der Stoff der Wahl. Vielen Dank, Herr Lenz. Dann würde ich gleich mal weitermachen. Vielleicht stellen Sie sich auch noch mal kurz vor. Ja, ich bin der Herr Gehring, ich komme aus Bandau, also hier in der Nähe. Und der Vorname? Wolfgang. Wolfgang, ja. Wolfgang Gehring. Gehring. Gehring, Wolfgang ja. Gehring, ja. Sagen Sie mal auch noch mal Ihr Alter? 72. 72, ja. Ich wohne seit über 25 Jahren hier. Ich komme eigentlich aus Berlin, aber nun ist das mal so eine Idee. Ja, also zu sagen wäre, wie gesagt, ist ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn man von unten was hochholt, ist egal, was, ob Gas oder Wasser, es ist einfach verdreckt. Da ist jede Menge Quecksilber drin, da ist jede Menge radioaktive Zeug drin, da sind jede Menge krebserzeugende Stoffe drin. Es ist also eine Augenwischerei, die uns dort in der Veranstaltung in Salzwedel erzählt wurde. Es ist alles so schön, es ist alles so sauber. Es ist Quatsch, überhaupt nicht. Noch dazu kommt, dass auch in der Veranstaltung, in der er auch mit Bergbeamt war, keiner dazu Stellung genommen hat, dass permanent die Altmark vergiftet wird. Obwohl alle Behörden und die Firma per Gesetz dazu verpflichtet sind. Diese Grube ist undicht, amtlich seit 90. Und seitdem tritt unten alles raus, was raustreten kann. In der Zwischenzeit hat die Firma erzählt, zuerst, das ist ja alles nicht, ist ja bloß eine Salzfahne. In der Zwischenzeit brauchen die Leute extreme Sicherheitsausrüstung, die permanent am Tag gewechselt werden muss. So giftig ist das Zeug da drin. Aber es läuft raus. Und zwar bestätigt durch Kontrollbrunnen, die außerhalb liegen. Das Bergbauamt ist direkt zuständig für die Grube. Und da ist das Bergbauamt für zuständig, dafür zu sorgen, dass nichts austritt. Dass unser Grundwasser, was per Grundgesetz und per Wasserschutzgesetz geschützt werden muss, nicht geschützt wird. Permanent verstößt das Bergbauamt und die Firma gegen die Gesetzgebung. Und keiner tut was. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, dass ausgerechnet Neptun den Zuschlag bekommen hat, die Lithiumförderung zu betreiben? Weil ich weiß gar nicht, ob andere Unternehmen da noch im Topf waren. Das ist ja auch erstmal nicht ganz einfach, weil bis da Profite wandern, das dauert ja auch noch Jahre und man muss auch sehen, dass Lithium auf dem Weltmarkt ja viel günstiger ist, als wenn man das aus 4 Kilometern Tiefe hoch
hochpumpt und raussiebt. Ist Ihnen das klar, warum das Neptun geworden ist? Ja, selbstverständlich, weil die vor Ort sind. Die haben das ganze Zeug da und die haben das Wissen. Die haben das Wissen über die jahrelangen Bohrungen, was genau wo ist. Und die haben das bestimmt schon untersucht. Und die wissen ganz genau, wie viel da drin ist. Also von dahin, und lohnt sich das für die? Außerdem kommt ja was ganz anderes hinzu. Die Leute sind hier doof. Die können wir bescheißen, von vorne bis hinten. Und das ist das Wichtige dabei. Es sind jahrelang hier Sachen entseucht worden für nothing, die sie woanders teuer bezahlen müssen. Was heute der Herr Lenz erzählt hat, die einfach nicht entsorgt werden können, weil es zu teuer ist, weil es nicht geht, weil die Vorschriften dafür nicht da sind, die Genehmigungen sind nicht da. Das heißt, diese Auskofferung, das muss ja auch irgendwo hin transportiert werden mit LKWs. Die Orte, wo das dann irgendwann irgendwo mal entlagern könnte, die gibt es noch gar nicht? Die gibt es schon. Das Problem ist bloß, die dürfen nicht fahren. Die kriegen keine Genehmigung dafür. Es verschanzt sich jetzt jeder hinter Details. Der eine sagt, ich muss die Genehmigung beantragen und der andere sagt, ich kann sie nicht genehmigen, aber eigentlich bin ich dafür zuständig. Aber es hat sich das Verfahren geändert. Das ist diese Spielerei zwischen dem Bergbauamt und dazwischen der Firma Neptun. Und wir können von außen nur zugucken und können einfach gar nicht so viel hochwürgen, wie wir erbrechen möchten. Weil es ist dermaßen belastend. Und das Problem ist einfach folgendes. Die Leute hier vor Ort werden permanent krank. Und kein Arsch kümmert sich darum. Weder der Chef von dem Bergbauverein noch der von Neptun. Es werden Leute krank. Wir haben in der Bürgerinitiative eine Erhebung gemacht und haben festgestellt, dass hier vor Ort ein erhöhtes Krebsaufkommen ist und kein Schwein kümmert sich darum. Ich wollte gerade fragen, weil davon habe ich auch mal gehört, ob es hier eine signifikant erhöhte Krebsgefahr gibt. Ist das offiziell richtig? Offiziell ist ja nichts. Offiziell sagt die, fahren Sie mal zum Gesundheitsministerium. Die sagen, in der Altmark ist es vollkommen normal. Die sagen aber nicht hier vor Ort. Und keiner sagt ihnen, dass in der Zwischenzeit diese krebserregenden Stoffe mindestens 16, 17, 18 Kilometer sich ausgebreitet haben. Jeder hat hier irgendwo eine kleine Gartenpumpe oder sonst irgendwas. Jeder hat irgendwie einen Acker, wo er was isst, Obst oder sonst irgendwas. Und jeder nimmt diese ganzen Stoffe, die hier permanent täglich ausgetragen werden, auf. Und ich kann selber nicht davon ausgehen, dass ich, wenn ich jetzt zu Edeka oder weiß ich nicht, irgendwo hingehe, zu Aldi, dass ich davon Sachen bekomme, die hier vergiftet worden sind, von Brüchau ausgehen. Und deswegen stehe ich hier und sage, so geht das nicht weiter. Diese permanente Überschreitung der Gesetze, diese Missachtung, das ist einfach, das können wir nicht hinnehmen. Das geht nicht. Und mit der Lithiumförderung, wird sich das Ganze vergrößern aus Ihrer Sicht? Oder ist die Lithiumförderung nicht das primäre Problem aus Ihrer Sicht? Das geht genauso weiter. Wir werden nur belogen und betrogen. Schauen Sie sich an, was passiert ist. Wissen Sie, was uns erzählt wurde? Es tritt ja nur eine Salzfahne aus. Das Gleiche wurde der Staatsanwaltschaft erzählt. Es tritt ja nur eine Salzfahne aus. Aber jeder weiß, dass diese Salzfahne belastet ist. Belastet mit Giften, belastet mit Radioaktivität. Es sind immer nur Lügen. Schauen Sie sich an, was zuerst passiert ist. Eine ganz klare Sache, es ist ja nicht so schlimm, da passiert ja nichts. In der Zwischenzeit ist es so schlimm, dass Sie diese Grube nicht entsorgt kriegen. Da ist eine ganz große Diskrepanz. Und das ist einfach nicht tragbar. Die Leute, wie teuer wäre denn die Auskofferung insgesamt? Ich meine, gibt es da Summen eigentlich, die da im Raum stehen? Ja, es gibt Summen, aber ich werde Ihnen was sagen. An meiner Gesundheit hängt kein Preisschild. Und mir ist es scheißegal, wie viel es kostet. Ich möchte, dass das gemacht wird. Und für alle Leute, die hier sind, genau das Gleiche. Das Geld ist da, aber ein Hauptverursacher dieser ganzen Sache, der sitzt immer noch in Magdeburg und sitzt auf dem Geld und gibt es nicht frei. Und das ist die Schweinerei. Und dieser Mann gehört vor Gericht, ganz persönlich, und der müsste persönlich für Haft beigemacht werden. Wen meinen Sie konkret? Leiter von einem Amt. Vom LAGB? Da gibt es ja jetzt einen neuen Leiter. Nee, nicht vom LAGB. Ja. Landesamt für Altlastenfreistellung? Genau. Ah, okay. Ja. Aber da sind so gut wie schwebende Verfahren da. Das heißt, es sind zwei Akteure mit dem Landesamt für Altlastenfreistellung? Es ist nicht nur zwei, also es sind ja. Es sind alle Leute spielen ineinander und alle Leute erzählen uns immer irgendeinen Scheiß. Wir bringen mehr Wirtschaft in die Altmark. Ja. Ist das was zieht? Wenn mehr Wirtschaft gemacht wird, hat doch überhaupt keiner was.
Bloß hat jemand da was, Müll zu nehmen und den einfach hinzuschmeißen und sagen, ist mir scheißegal, was damit passiert. Wir sehen hier, seit Jahren passiert nichts. Und ich glaube nicht, dass die Firma sagt, nun machen wir Lithium, nun machen wir alles anders. Da läuft das gleiche Ding wieder ab. Kann ich mal gerade zu dem Thema Wirtschaft einfügen? Ja. Also die Altmark ist ja jetzt eins der ganz wenigen Gebiete in Deutschland, was ganz dünn besiedelt ist und wo die Großstädter hier aus Hamburg, aus Hannover, aus Berlin mal hinkommen können und sich mal erholen können, mal durchatmen können. Das ist das Potenzial der Altmark. Und dieses Potenzial, das wird in Zukunft noch immer bedeutender werden. Und was die jetzt vorhaben mit dem Lithium, die wollen hier eine Industrielandschaft draus machen. Die haben ja ein riesiges Gebiet, sich schon mal gesichert. Da haben sie zwar noch keine Fördergenehmigung, aber sie haben praktisch den Zugriff da drauf. Und das geht bis in die Börde, das geht bis nach Stendal. Und das bringt eine Industrialisierung. Und da muss man sich jetzt fragen und auch hier die politischen Stellen fragen, wie sollen denn die Weichen gestellt werden? Soll die Altmark ein naturnaher Raum bleiben, ein landwirtschaftlich geprägter Raum, wo man sich mal von dem Getriebe in der Großstadt erholen kann, oder soll die Altmark auch ein Industriegebiet werden? Man soll sich nur mal vorstellen, der Ahrensee ist die Perle der Altmark. Wenn da statt Häuser ringsrum hinter den Häusern Bohrtürme stehen, wie viele Besucher kommen dann noch zum Ahrensee? Ahrensee ist Luftkurort. Ja. Bis jetzt noch. Noch, ja. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin hier. Stellen Sie sich auch einmal kurz vor. Ja, ich heiße Rolf Horn und bin, ich glaube, wie alt bin ich denn? 76 Jahre. Und ich bin hier in Brüchow geboren und jetzt wohne ich in Jemmeritz so weiter um. Ja, ich kann dazu nur sagen, wenn man jetzt hier rüberschaut, und dann sieht man nicht mehr allzu viel von dieser ehemaligen Grube, denn die ist schon teilweise zugeschoben worden mit irgendwelchen Auskofferungen, Abfällen, weiß ich was. Schlacke. Aber was da drunter ist, ist das blanke Gift. Ich habe selber mal noch zu DDR-Zeiten, hatte ich den Auftrag, mit dem Hebezeug hierher zu fahren und Fässer reinzusetzen. Da wurde mir gesagt, stell dich so hin, dass du nicht auf dem Wind stehst und mach die nicht kaputt. Da ist Arsen wahrscheinlich drinne. Und Abfälle von der medizinischen Gerätschaft und so weiter. So, und die liegen da unten drunter. Aber die sind nicht entsorgt worden. Die liegen da unten drunter. Und da ist noch mehr unten drunter. Das heißt nicht, das bisschen, was wir noch am Wasser und an Flüssigkeit sehen, dass das entsorgt werden muss. Nee, das ganze Ding muss entsorgt werden. Da ist noch eine ganze Menge, was da weg muss. Das heißt, das ist ein gigantisches Chemieklo. Ja, aus DDR-Zeiten. Und das hat man ja geschickt gemacht. Überall rings um Bäume. Sieht alles wunderbar aus, ist nicht mehr zu sehen von den ganzen Dreck und der ganzen Schweinerei. Und ich frage mich ganz besorgt, wie viele Menschen noch an Krebs sterben müssen, bevor der Landtagsbeschluss, der einstimmig war, durchgesetzt wird. Wozu haben wir eine Regierung? Kann die das nicht durchsetzen? Was ist denn? Dann können wir ein Quatschkabinett machen. Danke. Ich denke, eine ganz wichtige Sache wäre da eine Ersatzvornahme. Wenn die Firma weder kann noch will, kein Problem. Macht das Bergbauamt selber. Ersatzvornahme, stellen wir eine Rechnung. Die Firma muss das bezahlen, ist doch überhaupt kein Problem. Ja, also ein paar Brüchower Bürger, die haben sich ja mal die Mühe gemacht und haben da eine Aufstellung gemacht von Menschen, die Krebs haben und an Krebs gestorben sind. Und dieses Ergebnis war, dass die Krebsrate in Brüchow doppelt so hoch ist als der Durchschnitt in der Altmark. Aber das offizielle Krebsregister, das ist gar nicht in der Lage, jetzt hier das so zu zentrieren, bloß auf das Dorf Brüchow. Die kleinste Einheit, die wahrnehmen können, die ist also wesentlich größer. Da gehört, glaube ich, sogar auch noch Plätze dazu. Deswegen existiert das für die nicht, weil in ihrem Computer und so weiter haben sie das nicht. Und wie die Realität an dem Ort ist, ja, das interessiert die da nicht. Aber die Realität ist real. Und da haben wir eine Liste, wo die Kollegen hier aus Brüchow das zusammengestellt haben. Und davon ist das Ergebnis, wie ich sagte, doppelt so hohe Krebsrate in Brüchow wie im Durchschnitt der Altmark. So, und jetzt der Mann vom BUND in der gelben Warnjacke.
Stellen Sie sich doch auch noch einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Walter Jakel, ich bin Mitglied des BUND und wir beschäftigen uns mit diesem Umweltskandal auch. Ich wollte jetzt gerne noch mal darauf hinweisen, was momentan als Alternative angeboten wird. Es wird angeboten, eine Ausnahme der Objekte, die hier unten liegen sollen, auf diesem Territorium. Ich will mal kurz erläutern. Es sind also etwa rund momentan 100 Meter mal 100 Meter in der Breite und Länge und etwa 10 Meter Tiefe. Wenn man das mal multipliziert, dann kommt man auf 100.000 Kubikmeter. Und diese 100.000 Kubikmeter sollen erstmal ausgelagert werden. Dann sollen sie entsprechend sortiert werden, wie man so schön sagt. Und dann soll angeblich es eine Folie geben, die dann im Untergrund ausgebreitet wird. Und darauf wird diese restliche Menge dann eingelagert. Wir wissen alle, was mit den Folien passiert, wenn sie längere Zeit mal bewegt ist. Wir wissen, dass die Substanz, die da unten liegt, auch aggressiv ist. Also besten Dank für unsere Enkel und Kinder, denn hier wird einfach das Problem auf die nächste Generation verschoben. Deswegen sind wir grundsätzlich dafür, dass die Auskofferung generell erfolgt. Danke. Dankeschön. Auch hier ist ja das auch eher ein sehr lokaler Skandal, der noch nicht die ganz große Politik erreicht. Was ist denn Ihre Analyse, warum das eigentlich kein größerer Skandal ist? Weil alles bis jetzt immer unter den Tisch gekehrt wird. An der passenden Position sitzen einmal Leute mit einem ganz bestimmten Bonbon hier vorne am Revier. Und die können alle miteinander. Ganz einfach. Und wer nicht passt, wird aussortiert. Zum Beispiel, denke mal, dass der Bergbaupräsident, der Alte, der auf unserem Kurs war, auf einmal wurde der frühzeitig in Rente geschickt. Der Neue sagt, nö, wir machen das mit einer Folie, ist ja genauso lustig. Es ist einfach eine Sache, die nicht geht. Wir werden einfach beschissen. Und man darf nicht vergessen, es geht bis in die höchste politischen Kreise. Und die haben alle Schiss. Und jetzt haben sie richtig Grund davor, die nächsten Wahlen stehen an. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich kenne eine Partei, die da nicht zu Ja und Arm sagt. Und die richtig gegen hat. Die hat letztens schon ordentlichen Zulauf gehabt und wahrscheinlich kriegen die noch mehr. Welche ist das? Na, das möchte ich nicht sagen. Weil ich gehe nicht mit denen konform. Das ist ein Albtraum für mich. Aber ich weiß, dass zum Beispiel, wir arbeiten ganz intensiv mit den Grünen zusammen, mit der Frau Federkin von den Grünen. Wir arbeiten mit der SPD zusammen und wir arbeiten mit den Linken zusammen. Und alle stimmen uns immer zu und unterstützen uns auch und machen. Aber es gibt eben zwei Parteien im Landtag. Können Sie eine Tonne klopfen. Ich würde gerne noch kurz eine Information zu Herrn Stadelmann geben, dem Leiter der LAF. Herr Stadelmann war ja selber eine ganze Reihe von Jahren tätig im Erdgasunternehmen und war zuständig für Umweltanalytik. Und insbesondere war er zuständig zur Probennahme aus dem Silbersee und eben an Analyse der Probe. Und also keiner weiß wahrscheinlich besser, was da drin liegt, als wie Herr Stadelmann. Das, was hier geplant ist, das geschieht sogar schon in der Rhein, in der Pfalz. Da wird das bereits praktiziert. Da gibt es Geothermie und da ist eben in dem tiefen Wasser auch Lithium enthalten und das wird da bereits rausgezogen. Natürlich werden die hier, solange der Markt eine Nachfrage hat, klar, wird man hier versuchen, das zu bedienen. Aber wenn man ein bisschen weiterdenkt, wenn man nicht bloß an den Profit von den nächsten 10 Jahren oder so denkt, wenn man ein Verantwortungsgefühl hat, was ein bisschen weiter reicht, dann wird man eben sagen, nein, das ist eine Fehlentscheidung, hier bei dem Lithium zu bleiben. Wir müssen überwechseln auf die fortgeschrittenen, besseren Techniken, die es gibt. Alles klar, vielen Dank.